Und Ende ist Pfingsten. Der erste Härtetest für das 9-Euro-Ticket, auch wenn das Wetter jetzt nicht so toll gemeldet ist. Was glauben Sie, was passiert? Wird der Rheingau überrannt? Also der Rheingau wird klassisch zu Pfingsten oder zu allen Feiertagen sehr, sehr stark frequentiert. Wir freuen uns auf sehr, sehr viele Besucher. Wir hoffen, dass viele das Ticket nutzen werden und dass viele auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen werden, können aber eine Prognose nur schwierig treffen, weil auch insgesamt die Deutsche Bahn oder auch die RMV sich schwierig damit geben, zu sagen, was auf uns zukommen wird. Immerhin gibt es ja seit dem letzten Jahr an den Wochenenden einen Halbstundentakt tagsüber. Das ist ja wahrscheinlich schon mal eine Hilfe, oder? Ja, allerdings. Also wir hatten ja in der Vergangenheit festgestellt, gerade bei unseren Schlemmerwochen, bei unseren Veranstaltungen, die ja wirklich gut besucht sind, dass wir da wirklich an Kapazitätsgrenzen stoßen. Und im Rahmen dessen wurde ja auch dann mit dem RMV gesprochen und sie haben ihre Kapazitäten etwas erweitert. Zumindest begann man dann früher, die Züge in ihrer kompletten Kapazität einzusetzen. Und von daher konnte man da schon entgegenwirken. Ja, das heißt also, hoffen wir, dass wir auch mit diesem Halbstundentakt vielleicht schon ein bisschen was auffangen können. Aber wie Herr Rüssler jetzt auch sagt, die Prognosen sind ganz, ganz schwierig, wer jetzt all dieses 9-Euro-Ticket nutzen wird. Aber reagieren kann man ja ohnehin nicht. Nein, also Kapazitäten erweitern geht definitiv nicht. Das konnte man ja auch heute beziehungsweise gestern in der Zeitung lesen, dass der RMV da keine Möglichkeiten hat, ne? Auch die Taktung jetzt zu erhöhen auf einmal. Das geht einfach nicht. Deswegen hoffen wir natürlich trotzdem, dass viele das Ticket nutzen, um mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hierher zu kommen. Weil, wie wir alle wissen, gerade am Wochenende der Rheingau sehr frequentiert ist mit dem individuellen Pkw-Verkehr und wir da auch an unsere Grenzen stoßen. Und genauso hoffen wir, dass wir vielleicht unter der Woche auch die Gäste damit so ein bisschen in den Rheingau locken können, dass sie sagen, ja, für 9 Euro fahre ich doch auch vielleicht mal unter der Woche in die schöne Region und nutze da das Angebot, was wir haben. Genau, das wäre auch eine Frage gewesen, die ich noch an Sie gehabt hätte. Aber könnte das vielleicht tatsächlich dann über auch diese 3 Monate hinaus dann dass die Touristen einfach merken, auch wenn wir in der Woche kommen, da ist auch nicht so viel los, da kann man irgendwie noch andere Sachen machen. Also auch über diese 3 Monate hinaus vielleicht mehr Leute in der Woche in den Rheingau zieht, was ja ein großes Ziel ist. Also schön wäre es, wenn wir das nutzen könnten, wenn wir feststellen, dass die Leute das 9-Euro-Ticket nutzen, beziehungsweise dass der öffentliche Nahverkehr wesentlich gestärkt wird. Und wenn wir das daraus ableiten können, werden wir natürlich entsprechende Maßnahmen ergreifen, dass wir den Menschen ein größeres Angebot geben, dass auch einfach Veranstaltungen, dass unter der Woche ein größeres Angebot herrscht und dass wir wesentlich weniger Verkehr im Rheingau haben werden. Das war ein großes Ziel, was wir uns alle gesetzt haben. Ja. Trotzdem muss man ja sagen, also für alle ist das 9-Euro-Ticket ja nicht interessant. Also wer wird wahrscheinlich trotzdem noch mit dem Auto kommen? Also die Gäste, die natürlich von weit her anreisen müssen, die werden meines Erachtens oder unseres Erachtens wirklich mit dem Pkw nach wie vor anreisen. Ne? Weil es gilt ja nun mal nicht für die Fernzüge, sondern wirklich für den Regionalverkehr. Und da ist es manchmal schon eine Herausforderung, dann in angemessener Zeit hierher zu kommen. Das muss man ganz klar sagen. Von daher Gäste aus dem Rhein-Main-Gebiet, da sehen wir schon das Potenzial, dass sie das 9-Euro-Ticket nutzen. Und von daher, ich glaube, wir müssen einfach mal den Juni abwarten und Erfahrungswerte sammeln, weil du hast es, glaube ich, vorhin gesagt, es ist so eine Art Glaskugel auch, ne, in die man da versucht zu schauen und keiner weiß, was auf uns zukommt. Also Sie sagten, Pfingsten wird schon die erste große Probe, und danach werden wir wahrscheinlich schon ein wenig mehr wissen, was da auf uns zukommt in den nächsten 3 Monaten. Aber es geht ja wahrscheinlich auch so ein bisschen um die Ziele, die jemand hat, also alles, was jetzt an der Bahnstrecke liegt, das ist wahrscheinlich einfacher zu erreichen, als wenn man jetzt mit dem Bus noch irgendwo und noch 3-mal umsteigen muss. Zum Beispiel, die Frau Nebel hat es ja schon immer mal gesagt, Kloster Eberbach. Richtig, ja, da haben wir ja oft Anfragen, gerade genau Klostersteig, ne, unsere Wanderwege, wie werden die mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht? Und das ist schon eine Herausforderung. Einstieg Klostersteig ist nun mal Kloster Eberbach, aber ist man mal nicht eben gerade so. Ne? Die Direktverbindungen fehlen auch zu den Whisper Trails beispielsweise. Ja, das ist wirklich, braucht man schon Muße und auch wirklich das Ziel dort
ja, einfach auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinkommen zu wollen. Ja, und da ist es einfacher, den PKW zu nutzen. Aber die Möglichkeiten gibt es und die müssten wir ausbauen. Und wenn wir jetzt feststellen, die Gäste möchten mit diesem 9-Euro-Ticket beziehungsweise nutzen es so, dass sie auch diese Verkehrsmittel eher nutzen möchten. Ja, ich habe gelesen, es gibt ja eine Marktforschungsstudie dazu. Also wenn man feststellt, ja, das ist gewünscht, dann muss man vielleicht auch mal ein bisschen umdenken und sagen, wir brauchen einfach eine höhere Taktung, wir brauchen die Anbindung der Höhengemeinden vor allen Dingen. Ja. Sie sagten gerade, entlang der Rheinstrecke ist es einfacher, also gerade Lorch ist natürlich mit der Bahn deutlich besser zu erreichen, leider Gottes immer noch, als mit dem PKW. Ja? Also solche Ziele, die bieten sich definitiv für den öffentlichen Nahverkehr an. Aber auch da hat sich in den letzten Jahren unheimlich viel getan. Also ich bin gebürtiger Rauntaler, sprich ich kenne die Höhenlagen und auch die Situation dort. Da sind einfach wesentlich bessere Busverbindungen vorhanden. Es gibt in Rauntal oder auch in anderen Höhengemeinden sehr, sehr gute Busverbindungen, die man nutzen kann, um einfach die Veranstaltungen zu besuchen, die Gastronomie zu besuchen. Und das ist ein Angebot, das kann auch wesentlich mehr genutzt werden. Und wenn es jetzt im Rahmen des 9-Euro-Tickets von allen genutzt wird, hat jeder was davon. Und man kann auch alles mal besuchen, was man sonst nicht so besuchen möchte. Gut, wobei Rauntal hat ja, glaube ich, noch die Sonderstellung, weil es ja einen Bus aus Wiesbaden direkt nach Rauntal gibt, oder? Es gibt mittlerweile gibt's wieder einen Bus. In meiner Jugend war das so, wenn ich abends um 9 Uhr nicht zu Hause war, dann hatte ich ein großes Problem. Oder wenn ich morgens mit dem Bus zur dritten Stunde in die Schule fahren wollte, gab es da auch keinen. Mittlerweile gibt es eine wesentlich bessere Busanbindung, auch nach Wiesbaden. Das ist eine ja, ganz, ganz starke Verbesserung und bringt auch allen Gastronomen da erheblich mehr Potenzial. Und das muss halt weiter ausgebaut werden. Aber natürlich weitere Ziele, wie zum Beispiel jetzt der Pressberg und alles andere, wo wir noch keine gute Anbindung haben, hoffen wir, dass wir jetzt durch das 9-Euro-Ticket einfach hier eine höhere Frequenz erzielen können und dann da entsprechend reagieren können. Okay, jetzt wird es ja 3 Monate lang dieses 9-Euro-Ticket geben. Danach wird man ja wahrscheinlich auch schon mal Bilanz ziehen. Wie ist das mit der von Ihnen ja geplanten Gästekarte? Kann man da Erkenntnisse vielleicht auch übertragen? Die Gästekarte mal zur Erklärung, soll ja unter anderem Besuchern, die hierher kommen, dann freien Eintritt in verschiedene, Museen und so weiter, Vergünstigung bei Schifffahrten und sie soll ja auch kostenlose Nutzung vom persönlichen, öffentlichen Personennahverkehr. So. Kann man da Erkenntnisse dann vielleicht, ist das? Es wird schwierig sein zu messen, weil wir einfach keine genaue Marktforschung machen können, was jetzt wirklich Besucher sind, die nur einen Tag bleiben, die 2 oder 3 Tage bleiben. Darüber gibt es einfach keine Auskunft, weil einfach die Leute, die das Ticket nutzen, sind ja nicht erfasst irgendwo. Demzufolge werden wir nur beobachten können, inwieweit wird es genutzt, inwieweit wird der Verkehr, der Individualverkehr abnehmen. Und wenn wir daraus sehen können, dass wir einfach mehr Leute haben, die auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen, dann können wir das natürlich weiter vorantreiben und können ja eine wesentlich höhere Relevanz einfach daraus ableiten, dass wir sagen, wir brauchen das, wir möchten das und wir können dadurch den Rheingau auch zukunftsfähig machen. Gerade auch in Bezug auf Bundesgartenschau oder andere anstehende Großevents wäre es sehr, sehr wichtig, dass wir den Rheingau vom Autoverkehr entlasten und da ein bisschen auf die Breite gehen, sei es Wald, Weinberge, Rhein, Leinfahrt, wir haben ja die Breite. Warum nutzen wir sie nicht?